Börse Bamberg TV. Pressekonferenz. Vorgezogener 11. Spieltag in der Easy Credit Basketball-Bundesliga. Borussia Bamberg gewinnt gegen die BG Göttingen mit 93-82. Der Gästecoach bei mir, Johann Rojakas. Die müssen schnell heim, deswegen fangen wir mit ihm jetzt erstmal an. Herr Rojakas, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, gratuliere zum Bamberg und Coach Tinsheri. Verdiente Sieg für Bamberg. Ich denke, dass die tiefere Mannschaft waren, die mehr talentvolle Mannschaft. Beeindruckend, was meine Mannschaft heute gezeigt hat. Ja, gutes Basketball, gutes Teambasketball. In der zweiten Halbzeit haben wir die Turnovers auch noch ein bisschen können beperken. Wenn man einen Euroleague-Coach wieder kann frustrieren, das zweite Mal in 3 Jahren aus Göttingen, mit 3 Ausländern und 1 Holländer, dann muss man unglaublich stolz sein. Das bin ich auch auf meine Spieler, die Art und Weise, wo die aufs Spielfeld sehen, die haben Spaß, das sieht man. Ja. Wenn wir das können behalten, dann wird ein gutes Jahr für uns. Danke, Coach. Fragen Ihrerseits an den Head Coach der BG Göttingen? Was war denn in der Szene los? Warum ist der Tinsheri so aus sich herausgegangen? Die Frage war, haben Sie mitbekommen, warum Tinsheri das zweite Tee bekommen hat? Frage für die Schiedsrichter, denke ich. Nicht für mich. Weitere Fragen? Das war's. Rojakas, besten Dank. Gute Heimfahrt. Bis demnächst. Und der zweite Teil dann mit dem Headcoach von Borussia Bamberg, mit Andrea Tinsheri, gleich. Zweiter Teil, nicht wie versprochen Andrea Tinsheri, sondern sein Assistant Coach Elias Kantzouris bei mir. Andrea Tinsheri hat 2 technische Fouls bekommen, deswegen musste er in der ersten Halbzeit die Halle verlassen. Deswegen jetzt bei mir der Assistant Coach von Borussia Bamberg, Elias Kantzouris. Elias, your statement to the game, please. Okay, it was a strange game for us because we knew that after less than 24 hours we had to make a trip to Istanbul to have, after 48 hours, a very difficult game. We tried to keep it outside the team and focus only on this game, but I believe we are human beings. We were a little bit concerned about this, and I believe we didn't have the best performance. Still, a victory is a victory. This is what matters. We know that the season is very long. There are going to be nights where we will not perform, and we just have to take the pink paper. And the only thing that we have to do is look the mistakes that we did, so as not to repeat them again, and move on to the next game. Dankeschön. Fragen an den Assistant Coach? Yeah, once more, did you understand why Mr. Tinsheri was so upset in this situation? I will tell you 2 things. The first one is that during summertime, we received some clips from the Federation. As long as the regulation for the unsportsmanlike foul. Right. To be honest with you, these first 5 games, we haven't seen the right calls as long as the clips that we received. And it's something that we show to the players. I believe coach was upset because of the whole situation, and that was it. Thank you. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Thank you, Elias. Für Borussia Bamberg geht's weiter am kommenden Freitag, dann der Auftakt in die Turkish Airlines Euroleague Saison 2016-2017. 19.30 Uhr deutscher Zeit geht's los bei Fenerbahce Istanbul, live zu sehen auf Telekom Basketball. Schönen Abend jetzt, bis Freitag. Ciao, servus. Borussia Bamberg TV. Spielberichte, Livestreams, Interviews und Stories.